Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. So, gute 3 Wochen mit den neuen iPhones ist rum. Jetzt die große Frage, welches Gerät davon werde ich behalten? Welches Gerät wird weiterverkauft? Die einfache Antwort, um es ruckzuck zu machen, ist, dass Technik-Faultier läuft in den nächsten Monaten mit dem 6 Plus rum. Ja, das iPhone 6 ist handlicher, das ist nett, das passt überall rein, es lässt sich wie ein iPhone bedienen. Es ist einfach eine normale Evolution, wie ich das all die Jahre gewöhnt war. Im Vergleich dazu ist das 6 Plus ein wirklicher Klotz. Unhandlich, schwer und nicht wirklich mehr ein Smartphone. Ja, warum nutze ich es trotzdem das 6? Weil ich bei mir immer noch denke, wenn ich das 6 dabei habe, brauche ich das iPad Mini nicht rumzuschleppen. Ein iPad Air lohnt sich viel mehr als direkter Vergleich. Da ist dann die Displaygröße um viel weiter, aber das sind die Nebengründe. Wirklich ein Hauptgrund oder der zweite Hauptgrund ist eigentlich die Akkulaufzeit. Hier kriege ich genau das Fitzelchen, die 10-20% mehr, die mir am Ende eines Tages mit dem iPhone, normalen iPhone eigentlich immer gefehlt haben. Ich komme auch, wenn ich mich zurückhalte, die 2 Tage damit hin und das reizt mich sehr. Und Nummer 3, eigentlich doch der größte Punkt. Bei dem 6er bleibt bei den Apps bis alles das Gleiche. Die werden noch ein bisschen angepasst, aber ansonsten läuft alles. Das 6 Pluser, hier durch seinen Screen Rotation, hat viel mehr Potenzial für die ganzen App-Entwickler da draußen, coole Apps für das 6 Plus oder für dieses Rotation für den größeren Bildschirm zu zimmern. Ein paar App-Hersteller gehen ja schon hin, aber ich möchte mal wissen, wie das in 1, 2, 3 Monaten ist. Da gibt es bestimmt viele coole Sachen. Ich weiß, am liebsten würde ich mir wünschen, dass viele oder alle iPad-Apps auch auf dem 6 Plus laufen werden. Das wird aber nicht funktionieren. iPads haben den Formfaktor 4:3, iPhones 16:9. Das ist super zum Kino gucken. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube halt, dass wir jede Menge coole neue iPhones-Feature oder iPhone-App-Versionen sehen werden, die den großen Screen im horizontalen Modus vom iPhone 6 Plus wirklich ausnutzen werden. Und da will ich halt mit rumspielen. Und deswegen entscheide ich mich jetzt, Spielpotenzial in Zukunft, die Akkulaufzeit und etwas weniger iPad Mini spielen. Das sind meine Gründe, warum ich mich jetzt für das 6 Plus entscheide und warum das kleine, aber immer noch super tolle iPhone 6er leider nicht bei mir sein neues Zuhause findet. So, das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!